Hallo und herzlich willkommen im Whisky Club mit Thomas Thiemer und Rainer Weckwerth. Und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, da steht sie schon, die schottische Fahne. Richtig. Und daneben steht die hässlichste Flasche der Welt. Der Thomas findet die Flasche klasse. Also wir haben doch gar nicht angefangen. Erstmal, wie heißt dieser Whisky? Sag's mir. Also, es ist ein Blended Whisky und der heißt Old Parr Superior, 18 Jahre alt. Ein hochwertiger Whisky. Ein ziemlich hochwertiger. Und da frage ich mich, wie kann man so eine hässliche Flasche machen, die nach einem billigen Piratenfilm aussieht oder nach irgendeinem, der einen Sherry herstellt. Ich halte die mal vorne, damit Sie die mal in voller Pracht und in HD bewundern können. Unfassbar, die Flasche. So ein bisschen geriffelt wie alte Haut. So, ja, und mit so einem schönen alten Siegel da oben drauf. Ja, ja. Richtig schön kitschig. Das ist, aber ich glaube, dir gefällt das. Kapitän James Sparrow hätte seine Freude daran. Dir gefällt. Also sagen wir mal so, ich stehe der Flasche relativ neutral gegenüber. Mich interessiert nur der Inhalt. Ich weiß aber, dass mein Sohn die zum Beispiel unheimlich cool findet. Weil, also, sie ist vom Design her schon ungewöhnlich, wenn man mal so die anderen Flaschen betrachtet. Ja, das sind elegante Flaschen. Wir mögen beide die langen Flaschen. Und da fällt die schon raus. Und da fällt die als Buchautoren wissen wir ja, dass manchmal auch ganz wichtig ist, optisch mal aus dem Rahmen zu fallen. Nicht immer das zu machen, was alle anderen machen. Und das ist ja definitiv gelungen. Ob man es mag oder nicht, sei mal dahin. Auf jeden Fall bin ich gespannt, weil ich bin natürlich jetzt schon ganz schön kritisch. So eine Flasche. Ja. Was da drin ist, wenn da 18 Jahre alte Blended, hast du gesagt? Ein Blended Whisky, genau. Also eine Mischung aus Malt Whisky und Grain Whisky. Ja. Ein Schotte? Ja, die Fahne steht da. Ein Schotte, richtig. Und diese Flasche wurde im Jahr 2007 vom Whisky-Papst Jim Murray zum Whisky of the Year gewählt. Deswegen bin ich da überhaupt auch drauf gekommen. Aber die Flasche hat keinen Preis gewonnen. Die Flasche wahrscheinlich hat keinen Preis gewonnen. Aber es gibt trotzdem eine lustige Geschichte zu dieser Flasche. Und zwar Old Parr, muss man sagen, bezieht sich auf eine tatsächliche Persönlichkeit, einen gewissen Thomas Parr, der im Jahre, jetzt muss ich kurz auf den Zettel schauen, der geboren wurde 1483 in Winnington bei Shrewsbury und der gestorben ist am 14. November 1635. Das heißt, wir rechnen jetzt mal alle nach. Bisschen Kopfrechnen, ich könnte es jetzt nicht so schnell rechnen, ich habe es mir aufgeschrieben. Dieser Mann soll angeblich 152 Jahre alt geworden sein und ist damit der älteste Mensch, der jemals auf der Welt gelebt hat. Sein Grab ist übrigens in der Westminster Abbey in London, da kann man das bewundern. Dieser Thomas Parr, eine Legende, wobei man dazu sagen muss, Thomas, sag, wie es gewesen sein könnte, sag's gleich. Ich hab ja meine eigene Theorie. Ich habe einfach die Vermutung, dass dieser Thomas Parr einen Sohn gehabt hat, der ihm optisch ähnlich sah und der vielleicht auch Thomas Parr geheißen hat. Und dass die Leute da in Shrewsbury, in Shrewsbury, alle so im Dusel, im Vollsuff waren, dass sie gar nicht mitgekriegt haben, dass der Alte irgendwann gestorben ist und dass der Sohn war. Ja, vielleicht hat der Alte zurückgezogen, gelebt, sich ein paar Jahre nicht gezeigt. Ja, und der Sohn hat inzwischen auch Trauerhaare bekommen auf, und dachten, ja, mein Gott, wird der Bursche alt und so. Auf jeden Fall, das ist die Geschichte hinter diesem Whisky und die fand ich einfach so kurios, dass ich dachte, jetzt bin ich richtig neugierig geworden. Und es geht ja das Gerücht, Whisky leitet sich ja ab von dem lateinischen Aquavite, dem Wasser des Lebens. Nein, von dem gälischen. Oder gälisch. Wie heißt denn auch das? Ja, Aquavite schon, aber es gibt auch Whisky, ich weiß nicht, wie man es spricht. Aber Wasser des Lebens auf jeden Fall. Das schreibt sich mit U-I-S-G-E, Whisky. Mein Freund Jörg Seher wüsste das jetzt. Ja. Aber wir zwei ja nicht. Nein, aber es ist bekanntermaßen das Wasser des Lebens und vielleicht hat dieser George Parr ja das im richtigen Maße genossen und ist tatsächlich so alt geworden. Und das ist George Parr, sage ich. Und du meinst, dass dieser Whisky lebensverlängernde Wirkung hat? Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil ich habe ihn natürlich schon mal probiert und ich finde ihn ausgezeichnet. Mal gucken, was da drauf steht. Also er hat 43% Alkohol, ist also eher an der unteren Skala. Ja, ein bisschen. ja, und ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Jetzt wird's schwierig. Ne? Also ich finde es nicht unbedingt schwierig. Ich weiß, da ist eine Note drin, die meinem Freund, Kumpel Rainer, vielleicht nicht so ganz behagen wird. Ja, es ist nämlich ein leichter Rauch drin. Ja, nicht nur das. Ich habe auch eine Sherry-Note drin. Oder sogar Port. Würde ich sagen. Das passt gut. Würde ich mich vollkommen anschließen. Aber wenn man je länger man dran riecht, desto stärker wird leider auch die Torfnote. Ja. Was Fans begrüßen werden. Also ich rieche da so ein bisschen, was ist das, gebrannter Zucker, Honig natürlich, leicht dieses, so ein, aber es ist nicht so eine penetrante Torfnote, sondern eher so wie so ein leichtes Lagerfeuer.
was so im Hintergrund glüht. Er findet immer bei Vergleiche und Beispiele. Man merkt, er ist Autor auf jeden Fall. Ja, aber wer kommt auf so das Lagerfeuer im Hintergrund? Glühender Torf. Glühender Torf. Aber zart, dezent, wirklich. Also für alle Leute, die keinen Rauch mögen, ist der immer noch im Rahmen, würde ich sagen. Er hat echt eine richtige Weinnote, finde ich. Das ist Frucht, aber ich würde dann Richtung Weintrauben gehen. Ja. Aber das mag täuschen, also. Er ist schon ziemlich, ziemlich rund. Eine gewisse Vanille ist auch drin. Er ist schön eingebunden, schön rund. Das macht natürlich auch der Anteil von Grain Whisky, der diesen Whisky dann ganz rund und harmonisch macht und ausgeglichen. Komm, wir probieren den. Ja, jetzt müssen wir mal probieren. Oh, der ist einfach unfassbar geschmeidig. So. Aber weißt du was? Der geht voll in die Aaron-Note. Ich finde, der schmeckt sehr nach dem Aaron. Ja. Das haben wir auch schon getestet, den 14 Jahre alten Aaron, den wir beide sehr mögen. Ja, ich finde, der geht stark in diese Richtung. Ja. Jetzt wird auch die Sherry-Note stark. Genau. Jetzt ist eine richtig gute. Und es ist eine Sherry-Note. Ein gewisser Inselcharakter ist dabei. Wo du sagst, das ist typisch Aaron. Vielleicht verwenden die ja tatsächlich auch einen Aaron. Seeluft, mein Freund. Ja. Seeluft, ja. Vielleicht ist dann ein Aaron auch mit dabei. Könnte durchaus sein. Ich meine, mittlerweile sind wir ja so schlecht gar nicht mehr im Einschätzen von Whiskys. Können wir durchaus recht mit haben. Ich muss das mal recherchieren. Vielleicht, was sie da. Auf jeden Fall geht er in die Richtung. Also die Leute, die Aaron mögen, mögen diesen Whisky ganz bestimmt. Mhm. Und wie gesagt, er hat auch eine richtige Seeluftnote. Welchen Whisky hatten wir denn, der so sehr nach Meer geschmeckt hat? Wir hatten mal den Buna Heaven, 18 Jahre. War das der? Der war mit richtig schönen Seearomen. Mhm. Dann hatten wir den Jura. Der war dabei. Ja, genau, den auch typisch, auch sehr seeluftaromig. Sagt man das? Kann man so nicht sagen. Auf jeden Fall im Vergleich zur Verpackung richtig gut. Ja. Es schmeckt sehr gut, sehr lecker. Hat ordentlich Komplexität. Ja. Ist auch gar nicht so mild, ist schon ordentlich kräftig. Ja, wirklich. Würzig. Ja, würzig kann man sagen. Also, ich sag mal, das ist ein gefährlicher Whisky. Das ist einer, an dem man sich so festtrinken kann. Und ehe man sich's versieht, ist so eine halbe Flasche weg. Ja. Also die Flasche leer und man selber voll. Obacht mit solchen Flaschen. Aber vor allen Dingen sieht sie so klein und harmlos aus, gell? Ja, das könnte sie niemand beeindrucken. Diese alten, schrumpeligen Haut vom Thomas Parr, die sie da drüber gezogen. Die haben sie da drauf gezogen. Alte Menschenhaut haben sie da über die Flasche gezogen. Großartig. Aber guter Whisky. Thomas, ich danke dir. Also manchmal muss man mal hinter den Schein blicken und gucken, was wirklich drin steckt. Also der Whisky ist, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wirklich als Whisky des Jahres ausgezeichnet hätte, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter, ein ausgezeichneter Blended Whisky. Ja, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Dann Thomas, lass uns mal zur Wertung kommen, ohne Umstände. Ja. Lassen wir die Filzstücke quietschen. So, was gebe ich denn wegen? Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich bin gespannt. Eigentlich sollte ich ja was abziehen für die schreckliche Flasche. Nein? Aber das wäre den Aussehen bewerten wir hier nicht. Nein, das wäre den Inhalt ungerecht gegenüber. Ich gebe 91 Punkte. Und ich gebe 92 Punkte. Ach, Thomas. Na, da sind wir doch. Da sind wir noch dicht beisammen. Und alles, was über 90 Punkte ist, ist einfach außergewöhnlich. Und das freut mich sehr, weil ich hatte schon ein bisschen Befürchtung, dass dir diese leichten Raucharomen nicht behagen werden. Die kommen aber nur im Geruch. Merkt man die? Jetzt beim Trinken habe ich so ganz leicht noch gemerkt. Ja. Da war das Lagerfeuer im Hintergrund doch ein guter Vergleich, ja, Thomas. Weil der war da nicht mehr so auf schwelender, glühender Torf im Hintergrund. Diese Bilder. In diesem Sinne, ihr Lieben, war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Probiert ihn mal. Er ist wirklich ungewöhnlich. Und die Flasche, mein Gott, mit manchen Dingen muss man einfach leben. Genau. Augen zu und durch, sage ich immer. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und bis demnächst. Tschüss.